Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin der Callcenter-Kascha mit dem heutigen Video. Drei Betrüger gerieten für dieses Video in meinen Fokus. Angefangen mit einer Firma, die heuchelt, eine seriöse Firma aus der Schweiz zu sein, die aber schon an der hohen Kunst des Telefonierens scheitern. Viel Spaß mit den Anrufen und wie immer geht's nach dem Intro los. Jo, moin. Hallo, schon guten Tag. Jo, Tag. Mit Samenströmen? Jo, das ist richtig. Schön, Ihnen zu erreichen. Luisa, mein Name. Ich rufe Sie von Online Trading. Von Online Trading? Ich wollte Ihnen fragen, haben Sie schon Ihr Handelskonto aktiviert? Bei welcher Firma? Welcher Firma sind Sie? Online Trading. Ja, die Firma heißt Online Trading? Nein, wir sind von Online Trading. Wir sind keine Firma. Wir haben alle die Plattformen als Partnerschaft. Das heißt, Sie arbeiten schwarz, Sie haben keine Firma? Ich arbeite in einer Firma. Ja, und welche Firma? Ist allgemein für Online Trading. Ja, und gut. Ich finde für Sie die Plattformen. Deswegen habe ich Ihnen gefragt, ob Sie schon Ihr Handelskonto schon aktiviert haben. Ja, bei welcher Firma denn? Ich frage Ihnen. Ja, ich. Ja, Sie sollen den Namen Ihres Plattforms sagen. Ich kenne Sie doch. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Warum sollte ich Ihnen sagen, mit wem ich handle? Wie Sie wollen. Ich kann es auch finden. Ja, dann finden Sie doch mal. Sagen Sie mir, wo ich handle. Okay. Ja, aber ich muss in mein System die Nachfrage schicken. Ja, welches System ist das denn? Von Online-Trading. Es gibt ja kein einzelnes Online-Trading-System. Doch. Nein, gibt es nicht. Gibt es, aber Sie können es nicht wissen, deswegen. Ich weiß eine ganze Menge. Das wäre dasselbe, als wenn Sie sagen, ich rufe von der Autoindustrie an. Nochmal bitte? Ja, Sie können mal ein bisschen die Musik ausmachen, dann verstehen Sie mich auch. Ja, ich kann ihn verstehen. Und ja, warum haben Sie dann nachgefragt? Warum haben Sie dann nachgefragt, wenn Sie mich verstanden haben? Um Ihnen besser zu verstehen? Ja, Sie verstehen mich doch gar nicht offensichtlich. Oder warum haben Sie nachgefragt? So. So. Wollen Sie, dass wir zusammenarbeiten können oder nicht? Ich weiß ja gar nicht, welche Firma Zeit, Sie sind. Zu verschwenden. Ja, ich verschwende ja mit Ihnen offensichtlich auch Zeit, wenn Sie mir noch nicht mal sagen werden, welcher Firma Sie sind. Um Ihre Firma zu finden, soll ich mein System die Nachfrage zu um meine Firma zu finden? Und dann bekomme ich die Antwort und dann kann ich Ihnen sagen. Deswegen rufe ich die Kunden an. Und frage selbst die Kunde und Sie sagen mir die Plattform. Und Sie? Nein, ich kenne Sie doch gar nicht. Sie müssen ja dann eine Firma sein. Oder sind Sie ein Privatmann? Oder eine Privatfrau? Nein. Ja, eben, sage ich ja. Ich arbeite in Unternehmen. Ja, in welchem Unternehmen denn? Sollen Sie einen Namen? Ja, ich möchte Ihr Unternehmen wissen. Sie arbeiten in einer Firma. Bei welcher Firma arbeiten Sie? Ich arbeite von Online-Trading. Es gibt Sie? Keine es gibt keine Firma, die Online-Trading heißt. Haben Sie eine Webseite als Firma? Ja. Gut, wie heißt Ihre Webseite? Ich gebe Ihnen sofort. Ja, sagen Sie mir, genau. Ja, so haben Sie diese E-Mail-Adresse. Sie sollen sie mir sagen. Ich kann es nicht sagen. Schicken Sie mal. Genau, schicken Sie mal. Okay. Also noch ist nichts da. Ja? Hallo, warum? Ja. Bitte?
Warum haben Sie aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Ach so. Das liegt an Ihrer schlechten Telefonleitung. Vielleicht, entschuldigen mich. Ja. Aber eine E-Mail habe ich immer noch nicht bekommen. Sie haben noch nicht bekommen. Nee. Kleinen Moment, ich versuche euch. So. So. Ich frage meine Finanzabteilung, ob ich erlaube, die Namen Ihnen jetzt zu sagen. So, warten Sie bitte. Was, was bitte? So, hören Sie mich? Ja. So, wenn ich sage von Online-Trading, hören Sie? Ja, Sie müssen nur reden, dann höre ich auch etwas. Okay, danke schön. So, unsere Firma heißt Suite. Wie heißt Ihre Firma? Suite. Können Sie es mal buchstabieren? Verstehen Sie nicht? Nein, Sie sprechen sehr, sehr, sehr undeutlich. Sie sprechen ja, sehr Suite. Undeutlich. Ja, ja buchstabieren Sie bitte mal. www. S wie Spanien. S, genau, wie Siegfried. Ja, W. Ja. Die Webseite. Ja. I. Ja. Wie Ina. Ja. S wie Spanien. Ja. S wie Spanien, erneut. Ja. Ja, und Swiss Trade. Swiss Trade, in eins durchgeschrieben? Nein. Ja, dann sagen Sie, dann buchstabieren Sie es doch mal. Okay. T, Theodor, R, Richard, A, Anna, D, Deutschland, E, Emma. Aber wenn Sie es im Webseite finden wollen, dann Sie können swisstrade.pro suchen. Na also, geht doch. Warum ist denn das so kompliziert bei Ihnen? Haben Sie es gefunden? SwissTrade.pro, sagten Sie? Ja, .pro, ja. Haben Sie es gefunden? Ich mache es gerade. So. Sehr schön. SwissTrade.pro, das ist Ihre Firma? Ja, genau. Okay. Und, okay, und was bietet Ihre Firma jetzt an? So. Um ein Handelskonto bei uns zu aktivieren, natürlich, da arbeiten wir mit einem Expertbroker zusammen. Er ist Deutscher. Und schon wieder ist die Leitung weg. Hallo? Ja, hallo. Und jetzt? Warum legen Sie dauernd auf? Ich habe es nicht aufgelegt. Ja, ich auch nicht. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Telefonleitung haben? No, wie bitte? Von wo aus Sie anrufen, wenn Sie eine so schlechte Telefonleitung haben? So, es hängt auf unser System, weil wir haben so viele Kunden, deswegen. Ja, von wo, nochmal die Frage, von wo aus rufen Sie denn an? Sie haben schon unsere Telefonnummer. Momentan bin ich in der Schweiz, natürlich. Ach, Sie sind in der Schweiz, okay. Ja. Aber wir haben auch unsere Firma und unser Büro, besser zu sagen, in ganz Europa und England auch. Ja, und wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? In der Schweiz? In England. Haben Sie es auch im SwissTrade.pro, die Informationen? Wenn Sie es gelesen haben, ganz unten am Ende. Ja, ich schaue nochmal. So, SwissTrade.pro nochmal eingeben. So, dann gucken wir doch mal runter. In London, ja. Und die Adresse in London, haben Sie die auch? Ach, sie war schon wieder weg. Noch einmal wollte sie sich dann wohl doch nicht mit ihrer völlig überlasteten Voice-over-IP-Anbindung blamieren und hat nicht nochmal angerufen. Schauen wir doch mal, was der nächste Anrufer mir für einen Unsinn ins Ohr sabbert.
Hallo? Hallo, einen schönen Tag, Herr Mayer. Hier ist Sandra Schindler. Ich bin Ihre Kundenberaterin von Ihrem Projekt Ölprophet. Wie geht es Ihnen? Hervorragend, aber momentan kann ich Sie nicht zuordnen. Also, ich rufe Sie gerade an, um alles deutlicher zu erklären und mit der Aktivierung Ihres Handelskontos zu helfen. Ja, dann erklären Sie mal. So. Okay, aber bevor ich Ihnen erzähle, wie Sie mit uns verdienen können, muss ich die passende Option persönlich für Sie auswählen. Und dafür brauche ich ein paar Fragen stellen. Darf ich? Nö, erstmal soll Sie erklären, was Sie anbieten. Okay, nun, bloß wenn Sie haben keine Erfahrungen, dann weiß ich, wovon ich soll anfangen. Aber okay. Fangen Sie also, einfach gut. Von vorne an. Okay, also wir bieten Ihnen ein automatisches System oder persönliche Berater zum Arbeit. Und kurz gesagt, mit der Expertin werden Sie mehr verdienen, aber es braucht entsprechend mehr Zeit, ja? Und stattdessen wird ein automatisiertes System ein etwas kleineres Einkommen generieren, aber auf passives Basis. Und über welche Option würden Sie gerne mehr erfahren? Was war das erste nochmal? Automatisch? Automatisch, ja, aber Sie brauchen fast nichts zu tun. Ja, also, aber ich habe gehört, dass es kein real existierendes, gutes, automatisches System gibt. Habe ich gehört, habe ich in den Zeitungen gelesen. Also, wenn man alles glaubt, was in Zeitungen steht, ich erkläre Ihnen, weil das Programm war schon 100.000 Mal testiert und von 10 Was war das? 100.000 Mal was? Testiert dieses Programm. Testiert? Was ist das für ein Wort? Ja, klar. Was ist denn das Wort testiert? Das kenne ich nicht. Also ausprobiert. Ach und so. Von 10 Transaktionen, 7 ist immer dabei in Profit. Also sowieso, sie verlieren kein Geld. Und was das automatische System betrifft, es handelt sich um eine Applikation, die mit ihrem Handelskonto und den Vermögenswerten, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen, an der Börse arbeitet und mit allen Geräten kompatibel ist. Und sie wirklich brauchen fast nichts zu tun, weil es selbstständig den Markt analysiert und Handelspositionen kontrolliert. Und das alles läuft mit der Hilfe von KI. Ich glaube, Sie haben darüber gehört, oder? Richtig schon, aber die Frage ist doch, also dieses automatische System, das setzt diese Trades, wie das heißt, glaube ich, ne? Das heißt Trades, ne? Ja, genau. Das setzt diese Trades. Dann hat also das hat also dieses Handelskonto Zugriff auf mein Geld, richtig? Schauen Sie, Sie investieren, ja? Also Sie lassen mich nicht Schritt für Schritt erklären. Ich habe klare Fragen gestellt. Sie müssen ja nur mit Ja oder Nein antworten. Nochmal Ihre Frage. Hat dieses automatische System Zugriff auf mein Geld? Also, Sie investieren... Ja oder nein? Betrag. Einfach ja oder nein? Natürlich, Sie würden mit Ihrem Geld arbeiten. Okay, dann hat also das, der Automat... Jetzt hat also dieser automatische Handelsroboter Zugriff auf mein Geld, richtig. Soweit habe ich das verstanden. Jetzt richtig. Können Sie weiter erklären. Richtig. Okay, wenn Sie möchten, per WhatsApp schicke ich Ihnen ein Video, wo Sie sehen würden, wie das Applikation aussieht und wie das funktioniert. Haben Sie wahrscheinlich unter Ihrer Nummer WhatsApp? Das ist eine Festnetzrufnummer, da habe ich kein WhatsApp. Na gut, dann erkläre ich einfach schon mit Wörtern. Also, bevor ich die nächsten Schritte erkläre, möchte ich Sie fragen, ob Sie wissen überhaupt, was ein Handelskonto ist. Das weiß ich, ja. Ich bin sehr gebildet und lese viele Finanzzeitungen. Dann können Sie mir beantworten, bitte mit ein paar Worten, welchen Unterschied zwischen Bankkonto und Handelskonto? Ein Handelskonto damit ist zum... Ich weiß, dass Sie... Ja, ich kann Ihnen das gerne erklären. Ich kann Ihnen das gerne erklären, wenn Sie mal mich ausreden lassen. Ganz einfach. Ein Handelskonto ist ein Konto, das nur zum Traden genutzt wird. Und ein Bankkonto ist ein Bankkonto wie ein Girokonto oder ein Sparkonto. Reicht Ihnen das? Ja, dass Sie haben selber Eingang zum Finanzmarkt, ja, und selber können verdienen, ne? Ohne irgendwelche dazwischen Leute oder Banken.
da ist die Möglichkeit, in jedem Monat einen Nettogewinn bis zum 30% auf Ihre Summe, die auf Ihrem Handelskonto ist. Verstehen Sie? Ja. Und alles, was man braucht, Ihr Handelskonto mit der Überweisung aktivieren, da man, wie Sie verstehen, mit Null nicht beginnen kann, um für Sie zu verdienen. Dann kommt die Verifizierung und die Installierung des automatischen Systems mit Ihrem persönlichen Expert per Anruf tätigen. Obwohl Sie das automatische System ausgewählt haben, müssen Sie sowieso mit dem Experten kontaktieren. Danach gibt er Ihnen die Anweisungen, wie Sie den Bot installieren können und führt Sie durch den ganzen Prozess. Aber das dauert ganz schnell, glaube ich, 5 Minuten oder so. Ja, gut, und was okay. Bleibt, also, dann, ja. Ja? Also dann dieses. Jeden Tag 10 bis. Also und dann Sie jeden Tag 5 bis 10 Minuten diese Applikation sollten widmen, also anschauen und wenn es nötig ist, das Einkommen auf Ihr Bankkonto überweisen, ja? So. Und Sie bekommen von uns 2 Wochen eine kostenlose Versicherung für Ihr Geld von unserem Unternehmer. Das heißt, im Falle von irgendwelchen Verlusten werden Sie sofort eine Kompensation der Mittel auf Ihr Handelskonto erhalten. Das ist so genannte Probezeit, in der Sie in der Praxis sehen können, wie das alles funktioniert, wie viel Sie verdienen können, wie Sie Geld abheben können. Und dann entscheiden Sie, ob Sie weiter mit uns arbeiten wollen oder nicht. Ne? Und wenn etwas sogar nicht klappt, haben Sie immer noch mindestens Ihre Startanlage, das heißt 250 Euro. Und raus ist sie. Ich lasse weiterlaufen. Sie wird gleich zurückrufen. Jo. Die sammelt sich in Kopf und Kragen. Oh ja. Versicherung. Oh, ich habe noch gar nicht losgelegt. Die musste auch direkt fragen, warum sie aufgelegt hat. Ja, natürlich. Die hat das noch gar nicht gemerkt. Ja. Die redet immer noch. Oh, die labert immer noch. Ah, geil. Und sie ruft aus, sie hat ja angerufen aus Österreich. Da bin ich mal gespannt, wann sie wieder weiterkommt. Und von wo sie kommt. Ja. Erst wenn sie in London ist, ruft sie wieder an. Benutzt sie den Eurotunnel? Tja. Aber Eurotunnel geht doch nicht mehr. Die sind doch gar nicht mehr in der EU. Ja, stimmt. Nur noch Tunnel. Nur noch Tunnel. Nicht aber, mehr Eurotunnel. Aber ich glaube, ich muss die Aufnahme stoppen. Das dauert mir zu lange. Ah, da ist sie. Nee, Ziggy ruft an. Ich habe euch hier mal drin gelassen, was hinter den Kulissen eines Telefonats so passiert. Ihr habt sicher Bad Luigi und Callcenter Nightmare Freddy erkannt. Aber tatsächlich hat sie nicht nochmal angerufen, also geht's mit dem nächsten Anruf eines echten Insiders weiter. Viel Spaß! Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Martin. Mein Name ist Herr Bergmann. Ja, wie ist Ihr Name? Alan Martin. Alan also, Martin? Sie haben ja, genau. Sie haben eine Anmeldung bei unserer Seite gemacht, deswegen habe ich ihn angerufen. Es hat mit Online-Handel zu tun. Online-Trading. Ja. Okay, und wann habe ich die gemacht? Also, Sie haben die Anmeldung vom 28.02.2024 gemacht. Oh, das ist ja gerade erst her. Das ist ja ganz frisch. Ja, genau. Sind Sie immer so schnell? Oder hat jemand anderes für Sie gemacht? Sind Sie immer so schnell mit Ihren Anrufen? 28. Wie so schnell? Was meinen Sie? 28. Februar, jetzt haben wir August. Ja, genau. Ja. Und sind Sie immer so schnell aber mit Ihren Sie Anrufen? Aber Sie haben das schon gemacht, oder? Ja, es kommt ja drauf an. Ich habe mich bei mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre Plattform, also Ihre Seite? Haben Sie schon woanders investiert? Also ich frage gerade. Das erstmal. Management. Hören Sie nicht. Ja, Sie müssen mich dann einfach mal ausreden lassen. Also, welches ist jetzt okay. Ihre Webseite? Hallo, mich mal ausreden lassen. Ja, geht das nicht? Wie gesagt, wir haben bei Sweet Asset Management.
Die so, Anwendung. Dann schaue ich doch mal auf Ihre Webseite. Können Sie die noch mal bitte buchstabieren? F-I-N S-I-N Friedrich. Was? F wie Friedrich. Also. I wie Ida. Ja. N Nuremberg. Ja. L. Ja. Laura. N. Ja. S. Siegfried nochmal. Ja. I. Ja. D. Wie Dora. Ja. E. Wie Eda. Und F. E. Wie Emil. F. Soll ich nochmal buchstabieren, oder? Also bis Dora war ich gerade eben gekommen. Hören Sie mich ganz gut. F. I. N. L. N, S, I, D, E, R. E, R. Okay, und dann die Webseite? N, L, Sida. Das ist unsere Seite. Ja, .de, .com. .ai. .ai. Anton und Sida. So, die Seite wurde nicht geschrieben. Ne? Die Seite wurde nicht gefunden. Ich buchstabiere es nochmal. Friedrich, Ida, Nordpol, Ludwig, Nordpol. Nein, nein, nicht Ludwig. Ja, Sie haben Ludwig gesagt. Nein, nein, I habe ich gesagt. Wie nee, Ida. Sie haben Ludwig gesagt. Ich habe keinen Ludwig gesagt. Okay, doch, haben Sie. Ich verhöre mich nicht. So. Okay, schreiben Sie nochmal bitte. F. Soll ich nochmal sagen, oder? Ja, genau. Okay. F, Friedrich. Ja. I, Ida. Ja. N, Nuremberg. Ja. Nordpol. I, nochmal, I. Ja. N, nochmal, Nordpol. Ja. S, Siegfried. Ja. I. Nochmal I. Ida. Also zwei I's oder? Zwei I's, ja, genau. Wie, D. Bitte? Sie können nicht... und R. Punkt A-I. Okay, gut, ja. Gut. So, Ihre Seite sehe ich nun. Gut, und was bieten Sie jetzt an? Okay, haben Sie das schon. Okay, ich erkläre Ihnen erstmal, also ich bin nur ein Kontoverwalter, ich bin hier, um Ihr Konto zu aktivieren, also ich helfe Ihnen mit der Kontoaktivierung und Sie haben, sobald Sie die Kontoaktivierung machen, Sie haben schon ein Wallet. Sie wissen, wie das funktioniert, oder? Ein Wallet? Wozu brauche ich ein Wallet? Ja, genau, also Sie können Kryptowährungen kaufen. Nochmal meine Frage, wozu brauche ich ein Wallet? Also, das ist eine elektronische Wallet. Das ist so wie Ihre Portemonnaie. Ja, jetzt nochmal die Frage. Wozu brauche ich eine Wallet? Ich wollte Ihnen gerade erklären. Sie lassen mich nicht. Ja, dann erklären Sie doch. Sie erzählen mir, dass ich eine Wallet brauche, aber sagen gar nicht, warum. Ich sage Ihnen, also, bei diesem Wallet, Sie können Investitionen machen. Also, Sie können Kryptowährungen kaufen, verkaufen. Ich will keine Kryptowährungen. Und was wollen Sie kaufen? Rohstoffe. Sie können Aktien kaufen. Nochmal? Rohstoffe. Rohstoffe auch. Ja, dazu also brauche ich aber... Sie können auf jeden Fall alles kaufen. Ja, dazu brauche ich aber keine alles, Wallet. Das hat zu tun mit Investitionen und so. Ja, aber dazu brauche ich ja also, keine Wallet. Lassen Sie mich kurz erklären. Ach ja, erzählen Sie. Sie können auch Handel bei unserer Seite machen. Sie bekommen einen Finanzberater. Und wie gesagt, der öffnet Positionen für Ihnen. Und Sie werden Verdienen schaffen. Können Sie bis 1000% oder 2000% Verdienen am Jahr schaffen. Verstehen Sie? 1000% im Jahr? Ja, das ist möglich. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht einen Computer dabei jetzt? Oder... Natürlich habe ich einen Computer. Soll ich den einschalten? Aber
Sie können mir jetzt dazwischen. Können Sie das machen, aber wie darf gesagt, ich mal bitte ausreden? Sie soll mich nicht dauernd unterbrechen. Sie soll mir jetzt erstmal erklären. Bitte? Können Sie weitermachen? Ja. Was wollen Sie sagen? Ja. Ich wollte gerne wissen, wozu brauche ich, wenn ich mit Rohstoffen arbeiten will, eine Wallet? Wozu? Wie wozu? Um zu kaufen und zu verkaufen. Ja, Rohstoffe kaufen aber nicht mit einer Wallet. Sie können auch mit einer Wallet kaufen. Nein, für Rohstoffe braucht man keine Wallet. Für Kryptos braucht man eine Wallet. Ja, genau. Ja, eben. Und ich, wie gesagt, Ich habe Ihnen geklärt, bei unserer Seite können Sie alles kaufen. Und wie gesagt, Sie haben nichts zu verlieren. Sie machen nur eine, so wie Probezeit, nur einen Test. Erstmal können Sie mit einem mindestes Kapital anfangen. Wenn Sie gefällt, können Sie das weitermachen. Wenn Sie nicht gefällt, zahlen Sie das Geld einfach auf. Ist einfach. Ja, das ist mit 1000% Gewinn, das hört sich gut. Okay, hört sich gut an. Wie kann ich dann bei Ihnen einsteigen? Handel gemacht mit Kryptowährungen oder? Nein, das sagte ich. Ich möchte mit Kryptos nichts zu tun haben. Ahnung, ja, hören Sie doch mal zu! Unterbrechen Sie mich nicht dauernd! Warum sind Sie so laut? Weil Sie mich dauernd unterbrechen. Deswegen unterbreche ich Sie. Ich hatte mehrfach gesagt, dass ich mit Kryptos nichts zu tun haben will. Haben Sie das jetzt verstanden? Alles klar. Können Sie Rohstoffe kaufen? Rohstoffe nicht, das heißt Rohstoffe. Können Sie alles kaufen, habe ich gut, gesagt. Gut, okay. 1000% Gewinn ist klasse. Wie kann ich dann bei Ihnen einsteigen? Können Sie mir das jetzt erklären? 1000% mit Krypto können Sie das schaffen. Und ja, aber ich bin mir sicher, weil ich selber handel. Ah ja. Sie handeln bei Ihrer eigenen Plattform? Wie bitte? Hören Sie schlecht? Aber Sie hören nicht. Meine Frage war, ob Sie bei Ihrer eigenen Plattform handeln. Ja, das mache ich auch. Ah ja, okay. Das heißt, Sie machen Insider-Geschäfte? Genau, das mache ich auch. Ah ja, Sie wissen... Oh gut, egal. Ist egal. So. Alles klar. Wie ich Ihnen geklärt habe, wenn Sie das möchten, können Sie erstmal eine Probezeit machen. Sie haben nichts zu verlieren. Sie fangen an mit einem Mindestkapital. Schauen Sie das selber. Also ich kann Ihnen nicht erklären. Also das merke ich, dass Sie nichts erklären können. Richtig, ja, das stimmt schon. Sie können nichts erklären, gut. Aber wie kann ich jetzt Ich habe Ihnen versucht zu erklären. Was schreien Sie denn so rum? Warum unterbrechen Sie mich? Sie haben mich wieder mitten im Satz unterbrochen. Sie lassen mich nicht erklären. Ja, Sie waren schon fertig mit der Erklärung. Und ich habe gesagt, na gut, es ist einfach egal. Sie sind sehr unfreundlich. Gut, jetzt nochmal die Frage, ohne dass Sie mich unterbrechen. Wie kann ich bei Ihrer Plattform dann einzahlen? Es geht mit einer Mastercard, Visa-Karte oder mit einer normalen Überweisung. Die normale Überweisung würde ich machen. Genau. Okay, können wir das dann machen. Also genau. Soll ich Ihnen die Bankdaten schicken? Richtig, das wäre gut. Alles klar. Okay, warten Sie nur kurz. Ja, ich warte, ich bleibe an der Leitung. Okay. Also ist das hein.bergmann@mailbox.org? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Okay, alles klar. Dann ich schicke Ihnen den Bankdaten per E-Mail. Ja, ich bleibe an der Leitung, ob die auch ankommen. Ihr habt es gehört. Dieser komische Anrufer betreibt Insiderhandel. Und allein daran erkennt man, dass es Betrüger sind. Denn Insiderhandel ist in jedem Land der Welt verboten. Habt ihr auch den kurzen Satz an seine Kollegen gehört? Das war nicht osteuropäisch oder russisch, sondern eher arabisch oder türkisch. Kann jemand von euch das bestätigen? Jetzt geht's weiter. Hallo, sind Sie noch drin? Natürlich. Okay, ich habe Ihnen die Bankdaten geschickt. Ja, dann schaue ich mal. Ist noch nichts da.
Keine E-Mail da. Es ist keine E-Mail gekommen? Nein. Sind Sie sicher? Ja. Jetzt ist eine E-Mail gekommen. Frank Bauer, sind Sie das? Ja, ne? Ja, das ist unser Chef. Ach, das ist unser E-Mail. Das ist unser Chef. Ja, von unserer Firma. Schauen Sie auch da. Wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Wie bitte? Also wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz. Okay, wo ist denn Ihre Adresse in Deutschland? Ich bin gerade in Berlin. Ja, wo sind Sie in Berlin? Haben Sie mal die Adresse für mich? Ich darf das nicht sagen. Warum nicht? Weil wir arbeiten nur mit Telefon, verstehen Sie? Ja gut, aber Ihre... Finanzberater sprechen, dann... Ja? Der kann Ihnen weiter erklären. Gut, darf ich mal? Unser Unternehmer liegt. Darf ich mal? Ja, darf ich mal? Also Ihre Firma ist ja irgendwo registriert und als Firma angemeldet. Und dazu braucht man eine Adresse. Und die Adresse würde ich jetzt gerne wissen. Wollen Sie unsere Adresse wissen? Richtig, das hatte ich gesagt. Okay, ich kann das per E-Mail schicken. Nee, das können Sie einfach sagen. Wo gehen Sie jeden Tag zur Arbeit hin? Straße? Ich darf das nicht außen. Sagen. Ich bin hier eigentlich nur, um das Konto zu aktivieren. Das okay, Sie dürfen das nicht sagen. Gut, okay. Dann frage ich mal anders. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Unser Hauptsitz, meine ich. Richtig, das sagte ich. Ich darf gar keine Informationen geben. Ah, okay. Sie dürfen keine Informationen geben. Auf Ihrer Webseite steht es nicht drauf und Sie dürfen keine Informationen geben. Sie unterbrechen mich schon wieder. Also es merken Sie gar nicht mehr. Sie sind sehr unfreundlich. Okay, was wollten Sie sagen? Nochmal. Ja, das sage ich gerade. Sie dürfen mir Ihren Hauptsitz nicht nennen, Ihre Adresse nicht nennen. Wo sind Sie dann reguliert als Finanzdienstleister? Dürfen Sie das auch nicht nennen? Sie arbeiten mit einem Finanzberater. Ich bin hier nur, um das Konto zu aktivieren. Für Ihre Firma, okay, für Ihre Firma. Wo ist Ihre Firma dann reguliert? Das möchte ich gerne wissen. Oder dürfen Sie das auch nicht sagen? Mariendorf am Dammstraße. Ja, nein, wo ist Ihre Firma reguliert? Welche Behörde reguliert Sie? Wie, welche Behörde? Welche Dienstaufsichtsbehörde reguliert Sie? Sie wissen nicht, was eine Regulation ist? Wissen Sie, was eine Behörde ist? Haben Sie schon mit so einer Firma gearbeitet? Haben Sie schon Handel gemacht? Oder nein, aber ich bin informiert. Ich kenne mich etwas aus. Und Banken und so weiter, die müssen reguliert sein. Wo ist jetzt Ihre Firma reguliert? BaFin. BaFin, oh, sehr schön, gut. Dann geben Sie mir mal bitte die BaFin-ID, unter der Sie reguliert sind. Ja, okay, ich kann das... Können Sie einfach sagen, das sind ja nur ein paar Zahlen. Ich schicke das per E-Mail, ich muss ich möchte es, nein, das ist ja einfach Zahlen. Suchen Sie es, ich warte so lange, suchen Sie einfach die BaFin-Regulierung und geben Sie mir die, jetzt am Telefon. Bitte? Warten Sie kurz. Ja, ich warte kurz. Nein, das möchte ich bitte jetzt live im Telefon haben. Ja, das muss das erstmal finden. Ja, ich warte so lange am Telefon, kein Problem. Ja, okay, warten Sie. Ja, ich warte. Ihr Firmenname war doch FinInsider, richtig? Also, ich kann das nicht finden. Also, der Finanzberater erklärt Ihnen Namen. Ja, nun, gut. Also, Ihr Firmenname war doch FinInsider, richtig? Ja, genau. Ja, ich habe den gerade bei der BaFin eingegeben. Der Firmenname FinInsider ist nicht bei der BaFin reguliert. Das ist schon bei der BaFin. Wir haben auch Ich kann das gerade nicht finden. Ja, ich habe es gerade gesucht bei der BaFin. Der Firmenname FinInsider ist nicht bei der BaFin reguliert. Und Sie sagten, Sie rufen aus Berlin an, richtig?
Ja, genau. Ja, mit einer Telefonnummer aus Großbritannien. Rufen Sie aus Berlin an. Aber wie machen Sie wie das? Wie gesagt, ich hab Ihnen geklärt. Also erstmal machen Sie eine Probe. Nein, ich werde sicherlich keine Probe machen mit einer Firma. Wenn Sie nicht gefällt. Ja, wenn ich darf bitte ausreden. Ich werde sicherlich keine Probe machen mit einer Firma, von der ich gar nichts weiß. Sie sagen Ihre Adresse nicht, Sie finden Ihre Regulation nicht, Sie wissen nicht, von welcher Behörde Sie reguliert sind, die ist nicht existent, die Regulation von dieser Behörde. Sie sitzen in Berlin und rufen mit einer Nummer aus Großbritannien an. Das kann nicht legal sein. Sie sind sicherlich ein Betrüger, denke ich mal. Oder? Liege ich da richtig? Bitte? Warten Sie nur kurz. Ja, ich warte noch mal. Ich muss was fragen. Ja, fragen Sie. Also ich kann Ihre Meinung nicht ändern, verstehen Sie? Richtig, wie gesagt, genau. Ich bin hier nur, um das Konto zu aktivieren. Ja, aber ich werde ein Konto nicht aktivieren, weil einem offensichtlichen Betrüger werde ich offensichtlich kein Konto aktivieren. Richtig. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Aber wie gesagt, Sie machen nur eine Probe. Nein, aber nicht. Die Probe mache ich dann, wenn es nichts kostet. Kann ich bei Ihnen kostenlos handeln? Was? Sie bitte? Ja, Sie verstehen sehr schlecht Deutsch für jemanden, der in Berlin lebt. Ich habe gefragt... Ja, haben Sie recht. Ja, genau. Ich höre Ihnen sehr schlecht, das ist das Problem. Ja, das Problem, ja, ich weiß, weil die Telefonleitungen nach England sind sehr schlecht, das stimmt. Ach nee, Sie sind ja aus Berlin, stimmt ja. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, ich habe das verwechselt. Sie rufen also aus England an mit einer und sind aus Berlin. Ja, ist klar. Ist ja, logisch. Sie können denken, was Sie wollen. Das tue ich auch. Ich denke, dass du ein Betrüger bist. Richtig. Und ich denke auch, dass du ein Hurensohn bist. Ja, siehst du. Und schon hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Genau. Sehr schön. Danke sehr. Und fertig. Muss der fragen, ob er dich beleidigen darf. Wahrscheinlich schon. Nee, ich habe auch keine Daten das letzte Mal gefunden. Ja, ich habe es auch schon mal gemacht. AI. Und die Webseite ist findinsider.io. Von da hat er geschickt. So, dann gucken wir doch mal, wie lang der Call war. Da fragt man sich doch wirklich, wie dumm jemand sein muss, um nach all den Fakten noch nachzufragen, ob man einzahlen will. Es kann allerdings auch pure Verzweiflung sein, denn es sieht so aus, als wenn deren Geschäfte mehr als schlecht laufen. Ein Dank geht raus an alle Scambaiter, die solche Betrüger so schön ärgern. Das war's für diesen Sonntag. Ihr hört mich am Mittwoch mit einem neuen Video. Euch einen schönen Sonntag, lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.